Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge. War ja sehr schöner für ein Konzept, was es schon sehr oft auf YouTube gibt, aber trotzdem. Ja, also die anderen können sich ja selbst vorstellen. Also ich bin das Sony Crafting, wisst ihr alle, und ja. Los, Ja, sagt was. Jobs, machst du das oder soll Dann ich fang du zuerst? an. Okay, ich bin der Tobi oder Zischler halt von Gay. Goldfish Games und ja, du bist gay, Jamie. Ja, Ja, gerne. wir sind alle gay. So, ja. Der Schuss brauchst du gar nicht zu Hause stellen, den kennst du sowieso hier. Ja klar. Nee, also Der könnte der nicht. ich bin der Chopper, Michael oder ja, ich bin von Chops EP. Und ja. Hallo. Okay, ja, ich würde dann gerne mal mit meiner ersten Story anfangen, wenn ich dürfte. Natürlich. Okay, ja, Jahres ist es her, ich glaube 4 oder 3. Auf jeden Fall, ich war damals in so einer Gruppe, weil ich schlecht in Gruppenarbeiten war, und dann sollte ich lernen, in Gruppen zu arbeiten. Dann war ich dann immer, musste ich in meiner Freizeit immer da irgendwo hingehen und dann da meine Freizeit opfern. So, die machen dann halt jedes Jahr eine Fahrt und da war ich dabei. Und ja, ganz gechillt in diesem Raum, denke ich mir nur, ja, ich gehe jetzt mal schlafen. Und ich höre dann nur die anderen so komisch stöhnen. Was sehe ich da? Die wichsen sich da ganz mehr alle ein. Und dann denke ich mir, ja, okay, das sollen sie ruhig machen. Ich schlafe weiter. Und jetzt kommt erstmal das Eklige an der Story. Ich wache auf. Auf einmal sehe ich, dass zwei von denen, die sich in den Arsch ficken. Und jetzt, Alter. glaubt ihr, diese Geschichte ist wahr oder Nein, falsch? falsch, Alter, falsch. Das ist doch nicht wahr, Das traue Alter. ich Das dir. Warte traue mal. ich dir nicht zu, Alter, dass du Ja, nein, sowas nicht. auch erzählst. Ich Ich kenne habe dich das in nicht dem gemacht, Punkt. aber ich habe Ja. das nicht gemacht, aber ich habe das gesehen. Ja, Ja, natürlich, aber ich weiß nur, trotzdem. war das jetzt, okay, dürfen wir Fragen dazu stellen? Nein, nein, sag jetzt einfach ja, also ist Nein, es Alter, wahr oder falsch? der war vor 4 Jahren, da war noch ein kleines Kind, Alter, das kann gar nicht Nein, ja, sein. 3 Jahre, da war ich 11, Klasse. Ja, 3. Vorhin war es noch Ah, vier. nee, ich glaube, Ein das oder ist vier, habe ich falsch. gesagt. Ich glaube, Nein, falsch. 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 Okay, ihr werdet jetzt mal denken, what the fuck, aber es ist wahr. Alter. Ha Alter. was hast du für Mitschüler? Das Alter. waren nicht Mitschüler, das waren Leute, die in der Gruppe waren. Und ich glaube, die waren ein bisschen komisch. Ich glaube, die waren auch alle ein Ja, bisschen ich zu glaube, geil. Jamie, ich glaube, du hast von da deine Gene geerbt, Ja, also deine das glaube ich Schwulheit liegt und auch so, daran. ne? Ich glaube, Ja, das kommt alles von nur da. der Dir hat's fickt es schwul, gefallen, was du ne? Nur gesehen der hast. fickt es schwul. Ja. Ja, ich möchte jetzt nicht weit drauf eingehen. Ja, okay, Ja. das heißt 2 Punkte für mich, Ja, weil, ich ja. glaube, ich muss mir da oben Ja. rechts so ein Scoreboard einbauen. Ja, Ja, weil, das mache ich alles auch. das Punktesystem habe ich noch gar nicht erklärt. Ja, also, wenn einer wahr und der andere falsch sagt, zum Beispiel, dann kriege ich halt für den, der falsch gesagt hat, also falls die Geschichte jetzt wahr war, so wie in diesem Fall will ich jetzt einen Punkt kriegen, aber in diesem Fall, wie es jetzt war, kriege ich 2 Punkte. Also, ihr versteht das schon? Ja, ich verstehe das sicherlich, aber die Zuschauer jetzt zum Also, Beispiel, wenn ist man ganz zum einfach für jeden. Beispiel... Ja. Darf ich Ach, kurz? das wären die ja schon. Warte, kann ich das ganz kurz nochmal versuchen zu erklären? Ja, komm, So, mach. es gibt ja eine Geschichte und wenn jetzt beide wahr sagen und die Geschichte, die ich erzählt habe, ist wahr, dann kriege ich 0 Punkte und die beiden kriegen jeweils Kriegen einen je einen Punkt. Punkt. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel Geschichte erzähle und eine ist falsch und die beiden sagen wahr, kriege ich 2 Punkte und keiner von denen einen Punkt. So. Zwei Ja, Punkte wer und von zwei euch. abgegeben werden. Wer will von euch Ja, jetzt eine Geschichte erzählen? Ich. ja, komm, Ja. Beste kommt zum Schluss. Hm. Also, da war ich noch ein bisschen kleiner, so gegen 7, 8 Jahre alt. Falsch! Was falsch, Du Alter. warst nie so jung. Ja, Du bist direkt Alter, mit ich musste 17 dafür auf ins die Welt Krankenhaus, gekommen. okay, sei Ja, still. komm, sag. Okay, also, da war ich noch etwa 8 Jahre alt, etwa. Wir haben im 3. Stock gewohnt und dann bin ich eben bei der Terrasse so ein bisschen drüber gekippt. Hat mich mein Bruder noch extra von hinten angeschubst. Dachte natürlich nicht an die Folgen, dann bin ich runtergekracht, genau aufs Gras. Dann musste ich ins Krankenhaus in dem, aber ich hatte fast nichts. Also ich hatte nur irgendwie so eine kleine Verstauchung oder so, aber musste eigentlich nichts machen. Glaubt ihr mir das? Ich weiß, dass du sehr dumm bist. Und da ich auch schon einen Fall bei meiner Schwester hatte, dass sie von so einer Kletterspinne von ganz oben nach unten gefallen ist und nichts passiert ist, also ich glaube jetzt einfach mal, dass die Geschichte wahr ist, weil ich habe Ja. auch, ich glaube das Gefühl, mein Bruder ist auch so ein kleiner richtiger Assi. Also ich glaube mal ja. Ich weiß ja, manche Menschen können echte Arschlöcher sein.
Das weiß ich von der Schule und allem, nur, dass dein Bruder so ein Wichskopf ist. Wie alt war dein Bruder da? Und Der war kleiner als er. Der war kleiner, der ist Und wie jünger alt wie warst ich, du? 2 Jahre. Wie alt Ne? warst Ich war ja du? 8 und der war 6. Also, ja. Ah, ich glaube nicht, dass er Kraft hat, dich da runter zu schubsen. Aber wenn er schon ein bisschen vorgebeugt ist und dann einfach so einen Tritt in den Arsch. Ach komm, ich Also sag einfach ich mal, sag, no es risk, no war. fun, war, ja. Ja, war. Komm. Falsch, das ist falsch, Alter. Nur aus. Ja, So, ja, wie man sich fuck. sowas ausdenken kann, Also. Alter. Alter, was hast du Das ist eigentlich nur für alles Mist, Probleme? Alter. Ich bin Ja, so lustig, okay. wenn ich mit Aufnahme Pichu. gerade ausgedacht, so geil. Also, 2 Punkte für mich. Ja, 2, Jobs. 3, 0. Wer am Ende 0 Punkte hat, ist Gaylord. Ja, okay. Das ist jetzt neu. Wer verliert, ist Gaylord. Genau. Der Okay. muss dann auch ein Lied machen, ne? Nein, der muss dann irgendwie ein extra Nee, Lied ich hab machen. kein. Komm, Der kann von mir aus ein Lied machen. Ja, Von ich hab mir aber aus. keinen, der Gitarre spielen kann, ne? Musst du Aber auch ich werde nicht. irgendwas covern, Muss passt doch schon. nicht. Also, ich fange erstmal mit einer etwas kleineren Story an, weil ich bin sehr impulsiv. Ihr wisst, was das bedeutet? Ja. Ein wenig, Ja, ich ich bin nicht denke mal ganz so schon, intelligent. wenn man zum Beispiel, man lässt sich sehr, sehr schnell aggressiv machen und Ach so, ja, tickt sehr, sehr Choleriker. So meinst du Du bist das, der ja, Andreas okay. aus dem Fernsehen, ja, Ja, okay. ganz genau. Nee, und bei LoL Games, zum Beispiel heute, habe ich mich ziemlich darüber aufgeregt. Nur meine Story geht über, wie lange ist es her? Halbes Jahr? Ja, circa. Da war ich noch über 15 oder so. Und da habe ich erstmal irgendeinen Champ gespielt. Ich glaube, es war Veigar oder Katus oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, am Anfang habe ich halt nicht so wirklich was drauf gehabt. Und dann kam halt ein anderer Spieler, der Supporter war und mehr Kills als der ADC hatte, nur so kleine Anmerkung. Und der hat dann gemeint, er würde mich reporten. Da habe ich schon mal erstmal bisschen kleinen Ausraster gehabt, habe ein bisschen rumgeschrien, also ja, auf jeden Fall. Und das ging ja die ganze Zeit so, der war dann wieder so der typische Flamer und hat auch die ganze Zeit meine Kills gestealt und so weiter. Und am Ende, gegen Ende, weil der Name Game, hatte ich 5, 27 oder so irgendwas ähnliches, weil man hält halt nicht sehr viel aus. Hat der dann weiterhin mich über Privatchat und so weiter genervt und ich bin kein Typ, der einfach nachgibt, sondern ich habe mich auch gewehrt. Nur irgendwann bin ich so ausgerastet, dass ich meinen alten Laptop genommen habe, genommen und gegen die Wand geschmissen. Das Problem ist, er ist so zersplittert, ich habe einen Splitter in meine Brust bekommen. Das war relativ weit offen, hat zum Glück nichts Wirkliches getroffen, weil war ja nicht sehr schnell. Aber ich musste trotzdem zum Arzt und musste mit 8 Stichen genäht werden. Ja, okay, also ich weiß, ich Alter. spiele sehr leidenschaftlich LOL und ich weiß, dass das passieren kann. Mein Kumpel zum Beispiel, er wurde von der Jinx getötet und hat seinen Laptop in zwei gebrochen. Aber ich bezweifle mal, weil ich bezweifle, dass das wahr ist und ich sage falsch. Ich sage auch falsch, obwohl mein Bruder ist, der rastet auch aus, wenn er verliert in LOL, aber oder Ja, es gerade ist stirbt falsch, oder so, Jobs, es aber ist ich weiß, falsch. sowas ist auch falsch, hundertprozentig falsch. Ihr seid Willst du ja, uns jetzt nein, nicht hör sagen, nicht, dass das. nein. Doch, es Nein, ist das hab wahr. ich. Das Alter. ist der Was Grund, bist du warum ich eigentlich? mittlerweile einen Stand-PC habe. Okay. Hammer geil. Alter. Hast du irgendwie Ich will AIDS? mehr davon. Nein. Nee, seitdem hat sich Ja, das ich auch ein glaube, bisschen der hat beruhigt, AIDS, Alter. nur ich bin immer noch relativ schnell Okay. aufzunehmen. Ja. Hat 2 Punkte für mich. Yay! Okay, jetzt steht irgendwie 2-2-2. Okay, meine nächste Geschichte ist vor 2 Tagen passiert. Und ja, ich fahre natürlich jeden Tag mit der Bahn immer nach Hause, weil ich auch durch die Stadt muss. Und ja, als ich dann ganz gechillt, ich muss halt ein bisschen laufen, dann bin ich zu meinem Bus gelaufen, dann sehe ich so einen Straßenpenner. Und ja, der hat mich dann angesprochen und hat gesagt, ey, gib mir mal Geld und für Bier halt. Wie es halt Straßenpenner ab und zu machen. Ich bin natürlich ein sehr sozialer Mensch und habe ihm 10 Cent hingeworfen. Und ja, er fand das halt nicht so nett und hat mich erstmal durch die halbe Stadt gejagt. Und ich habe mir dann erstmal ein bisschen so YOLO gedacht. Dann bin ich erstmal zurückgelaufen, so eine Siegesrunde gedreht und dann irgendwie nach, was weiß ich, 1 Kilometer ist der Penner umgefallen. Und ja, dann ist er auf die Fresse geflogen, hat angefangen zu bluten, in der Na hat Nasenbluten gehabt und dann habe ich ihn einfach da 1 Euro hingeworfen für seine Ausdauer. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe das erstmal zu Hause rum erzählt und meine Eltern haben mich dann erstmal irgendwie als Assi beleidigt. Weil es ist halt sehr asozial gewesen. Dann habe ich das erstmal meinen Freunden am nächsten Tag in der Schule erzählt. Und die haben mich dann erstmal richtig als Held gefeiert. Und ja, glaubt ihr, dass es war?
Oh, das ist jetzt schwierig, weil beim Jamie, das kann ich Dem dem traue ich Jamie sowas zutrauen, echt zu. jetzt. Ich glaube, der ist so hobbylos, der würde das sogar machen. Also war das vor der Schule, bevor du in die Schule gegangen bist, Das oder war nach nach der der Schule? Schule. An Okay, dem nach Tag der hatte ich bis Schule. 16 Uhr Schule, deswegen. Warte mal. Du hast gesagt, das ist vor 2 Tagen passiert. Vor Es zwei ist Tagen, ja. falsch. Es ist falsch. Falsch, Woher willst falsch. du das wissen? Sonntag. Vor zwei Woher Tagen willst war du das wissen? Sonntag. Ich musste aber ihn trotzdem in die Schule, weil ich eine Aufführung hatte. Das ist mein Ernst. Ich hatte so eine komische Aufführung, weil ich im DG-Kurs Warte! bin. Nein, ich bin, bei uns gibt es an Okay, worum Kursen, ging es in der GP1. Aufführung? Hänsel und Gretel oder sowas. Irgendwie, ich muss da. Ich hab den Baum gespielt, Alter. Ich bin zäh. Ich bin nicht talentiert, auf jeden Fall. Nein, ich habe sonntags eine Aufführung gehabt, weil DG ist Darstellen und Gestalten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das habe ich total vergessen zu erwähnen. Kennt ihr nicht? Dann haben wir so eine Lehrerin, die heißt Frau Katt, also Frau Kat. Und das Kein ist eine Plan, Französin. Bitch. Ja, okay, Okay, komm. ich mach da einen Beep-Ton rein. Nur, nein, mach das nicht. Weißt du wieso? Weil das ist doch egal. Sie ist Franzose. Ach So, so, okay. nein, Also doch. keine Also ich Ahnung. war zu einer Wie viele Leute Aufführung. verstehen das? Ja, ich hatte so eine Aufführung halt an dem Tag. Da habe ich total vergessen zu erzählen, sorry. Auf jeden Fall, ich hatte wirklich eine Aufführung und ich musste da einen Baum spielen für 10 Minuten und dann durfte ich nach Hause gehen. Ja, sehr behindert, aber trotzdem. Hat sich richtig gelohnt. Ja, Alter. Nee, immer noch nicht. Nee, Das ich. war Nein. zu viel, aber ich glaube nicht, nein. Och, leck mich doch am Sack, ey! Das war Drei einfach zu Punkte für mich, offensichtlich, drei Punkte weil für den Chops. du hast dir das einfach später noch ausgedacht dazu. Das Ja, hat und zwei Nein, ich Punkte musste noch für wirklich Sonntag in Jamie. die Schule, aber trotzdem. Samstag war das, aber trotzdem. Nein, vor 2 Tagen. Vor 2 Tagen, Heute, heute. Oh, gestern, scheiße, heute ist Dienstag, Sonntag. okay. Ja, ist okay. Okay, ja, dann halt, dann krieg Ja. ich halt keinen Punkt, Jakob. Yay, Punkt für uns beide. Also, wer ist jetzt dran? Der Reihenfolge einfach du nochmal, komm. Ah, ich? Oh, okay. Welche Geschichte soll ich jetzt nehmen? Ich glaube, ich nehme die, ja. Also, ihr kennt ja das alles so Herbstmesse bei euch, heißt ist ja Oktoberfest und was auch immer. Und dann habe ich halt vergessen, halt immer so, wenn man für die Bahn bezahlt und so, hat man ja halt immer sein Portemonnaie dabei. Und ich war so dumm, hab's nicht in meine Jacke gesteckt. Dann, ja, habe ich halt so das Auto da gefahren, diese Autos mit meinen Kollegen und so, habe mich zuerst überall verletzt und alles. Und dann am Schluss, wo wir weggehen wollten, habe ich bemerkt, mein Portemonnaie war weg. Habe ich überall gesucht, diese Tschechen, Kroaten da, diese Typen da so gefragt, hey, wisst ihr vielleicht, wo mein Portemonnaie und so ist? Ja, dieser, du dann natürlich so, nee und so, bei Carsing war mal ich abgeben und dann Polizei sie vielleicht geben. Ja, okay, das muss ich alles noch nachher fragen bei der Kasse, weil ich die Hälfte von denen da nicht verstanden habe, aber trotzdem. Dann bin ich halt enttäuscht nach Hause gegangen, haben zuerst noch was gegessen. Und ja, halt das war halt mit so Jugendgruppe und sowas auch mal. Und dann sind wir halt nach Hause. Gerade, wo ich nach Hause gekommen bin, die Polizei so, ja, hallo, Herr Piep, 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 Piep. Und wir haben ihr Portemonnaie gefunden und ja, und dann nahm ich halt ab sofort und alles und dann musste ich halt am nächsten Tag zur Polizei gehen. Und die haben mich, ja, mir Portemonnaie wieder zurückgegeben, haben zuerst so geschaut, ja, ist das der richtige Typ und so. Geld war einfach weg und sonst war eigentlich noch alles da. War noch ziemlich froh, dass ich das wieder zurück hatte. Sogar mein Ausländerausweis war denn, ne? Mein Terroristenausweis. Ja. Ja, das war die Geschichte. Was denkt ihr, Falsch. ist das wahr? Falsch, weil vor allem, wenn ich ein Portemonnaie finde, dann klaue ich auch den Personalausweis, um dann irgendwas Falsches, irgendwie mir Alkohol oder sowas zu kaufen, falls ich ja noch nicht in dem Alter bin, es zu tun. Also würde ich jetzt, ich sage jetzt einfach falsch und ich bleibe bei der Meinung. Ich persönlich bin der Meinung, apropos, wann war das? Das war so in der Szene, wo bei euch Oktoberfest war, weil bei uns hier in der Ich Schweiz weiß halt nicht, wann Oktoberfest Herbstmesse. ist. Weißt du nicht, wann Oktoberfest ist? Ja, im Ich bin doch kein September, weiß man Alki. doch. Bin kein Alki. Ich interessiere mich dafür nicht. Nee. Du hast dein Portemonnaie verloren und hast später wieder gekriegt mit einem Inhalt? Außer dem Ja, Geld, mit was aber einem gar keinen Inhalt Sinn, aber man außer dem klaut. Geld. Von Nee, wem ich ist es genau? falsch. Von wo oder von wem hast du es wiederbekommen? Ja, von einem Typ bei der Polizei abgegeben und ich dann zurückgekommen. Okay.
Ich sag einfach mal eiskalt, das ist ein Wahrheit. Ein Und Wahrheit, ey, ein sure, Wahrheit, yay. Alter. Nee, ich sag, ich bin bei der Meinung, es bleibt, es ist falsch. Okay, Ich sag, Jamie es ist ist. falsch! Ja, Jamie, du hast Unrecht. Und Schubs hat Das richtig, sagst du es jetzt ist das nur. hier wirklich passiert und ja, ich Alter, habe wie jetzt bin. Ja, komm. Drei, drei und ich habe drei vier habt Punkte, ihr. ne? Und der Ja, Chops stimmt, hat vier. auch 4 Punkte und du hast immer noch zwei, oder? Na und? Trotzdem, dann singe ich halt. So, Ich weiß jetzt auch schon, kommt dass ich es. singe. Jetzt Game kommt Out, auf Alter, letzte das ist Game Geschichte, Out. ey. Jetzt kommt Ja, letzte egal was Geschichte. ist. Ich bin, egal was ist, ich bin Gaylord. Egal was Entschuldigung. ist. Wenn Doch, er jetzt Unrecht hat. ich habe immer nur noch 2 Punkte. Ah, stimmt. Oh Ja, stimmt. Letzter Teil ist nicht so los Mann. bei, Ja, okay. aber trotzdem, ich will einfach Lustgeld wegen, ja. Also, ich hatte ja noch vor einem Jahr, hatte ich noch Französisch. Dieses Jahr habe ich halt zu Informatik gewechselt. Und in dem letzten Französischjahr haben wir einen Ausflug nach Frankreich, um genau zu sein, nach Paris gemacht, weil wir wollten, also unsere Lehrerin wollte gucken, wie gut wir die Sprache mittlerweile beherrschen. Und ja, da durften wir auch an einem Mittag, ich glaube am Mittwoch, ja, wir waren 5 Tage da und am Mittwoch davon durften wir in Fünfergruppen durch die Stadt gehen und shoppen gehen und alles, was wir wollten. Ich hatte natürlich meine 100 € Cash dabei. Und ein Kumpel von mir, der Your hieß, channel was edited. okay, Joey, der hat am Straßenrand Your etwas channel entdeckt. was edited. Alter. Und ja, er hat am Straßenrand einen Tanga entdeckt. So ein bisschen eingesaut. Keine Ahnung, wie sowas passieren kann und warum man sowas an der Straßenseite liegen lässt. Aber auf jeden Fall ging ein anderer Kumpel, Yoshi, oder Joschka, wir nennen ihn Alba Yoshi, der ist da hingegangen und packte den Rucksack, ja, den Rucksack, den Tanker in seinen Rucksack. Als wir dann wieder im Hotel ankamen, hat Yoshi, das war dann gegen Abend, als wir wieder im Hotel ankamen, hat Yoshi den Tanker aus seinem Rucksack geholt und zog eben einen Mitschüler, der eigentlich, der ein bisschen fies war, und Namen will ich jetzt nicht nennen, fängt mit B an, hört mit Jörn auf. zog ihm den an und der hat das nicht mitgekriegt, weil der hat einen relativ tiefen Schlaf und der trägt auch Ohrstöpsel. Keine Ahnung warum, voll abnormal der Typ. Weil sein Hund Und wir schnarcht. haben ihn halt nur den Tanga angezogen. Versteht ihr, was ich sagen will? Ja. Das Lustige war, am nächsten Morgen, wir waren alle schon beim Frühstück, er hat ein bisschen verpennt, kam er nur im Tanga schreiend aus seinem Zimmer in die Küche gerannt. Ja, die ganze Klasse war da. Oder der ganze Kurs, eher gesagt. Ja, und das war meine Story. Also rein logisch voll könnte man sagen, es wäre wahr. Da, aber ich bezweifle mal, weil das war sehr höchstwahrscheinlich in der Schulzeit. Und da werde ich den nicht einfach so Ja. 5 Tage freikriegen. Vor allen Dingen, das würde auch gar nicht gehen. Rechtlich, also rechtlicher Sicht schon, aber es wird einfach Das nicht gehen, weil ihr würdet zu war viel die, trinken. dafür haben wir auf eine Woche unserer Ferien verzichtet. Ja, genau. Das sagst du jetzt nur Ja, aber so. ich Ja, glaube, ich das glaube, ist falsch. es ist falsch, weil vor allen Dingen, wenn ich aufstehe, dann gucke ich erstmal und schaue, bevor ich irgendwo hingehe, mich anziehe. Ich laufe ja auch nicht nackt raus in die Kälte und dann warte ich, bis der Bus kommt. Und dann sage ich, hallo, Busfahrer, ich bin da. Guten Tag. Ja, Guten also Tag, ist mein Name ist falsch, ja ne? Pedro. Ja, falsch. Okay, ihr seid beide total verfickte Wichser. Ah. Mann! Das Okay, sagt ja, Alter, nach Paris, weißt du, wie teuer das ist. Nee, Aber ja, du bist der Gaylord, Teil ist Jamie? wirklich, Ja. keine Lüge. Jo. Wir sind wirklich Wisst ihr da. was, es ist echt scheiße. Ich werde dann halt in dieser Folge noch einen Song hinterschneiden. Und ja, ich hoffe, euch hat die erste Folge davon erstmal gefallen. Ja, Könnt ihr wir einen werden das Daumen da jetzt lassen öfters oder bringen. so? Ja, Daumen nach unten. Daumen nach unten. Nein, Daumen nach Nee, oben wenn schon, lassen, schon hart falls nach oben, euch ne? das Projekt gefällt, ne? Und, Okay, ja, und jetzt kommt der Song von mir. Ich schicke ihn euch auch noch. Und ja, tschüss, Leute. dann wünsche ich euch noch viel Spaß Also. beim Song und der wird auch nochmal einzeln von mir hochgeladen und ich werde dir noch den Download preisgeben. Also, Alter. tschüss! Ja, Leute, ich bin leider Gaylord geworden und dieser Song ist nur für euch. Er heißt Chups, Zischler und Sony. Gay Bros Forever. Chups, Sony, Sischler laufen durch die Streets mit ihren Cocks aus der Hose hängen. Dabei singen sie: Fick mich, fick mich, fick mich in den Arsch, Arsch, Arsch.
Arsch und danach gehen sie in die Ecke und haben viel Oralverkehr, auch ein Rimjob hinterher. Was soll ich dazu nur sagen? Das tut mir ganz doll leid. Warum sing ich nur eine Scheiße? Tischler, Chupa, Sony, ficken die ganze Nacht. Der Dreier macht nicht viel Spaß, aber es ist immer noch besser, als ich einen runterzuholen. Ja, das war der Scheißsong. Und jetzt habe ich mich gedemütigt und tschüss, Leute.